Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Ich bin's, euer lieber Odo, und wir sind gerade dabei, das Projekt Indien durchzuziehen. Das letzte Mal haben wir versucht, Großbritannien quasi in einen Krieg zu zwingen. Also, beziehungsweise wir haben einen Kriegsgrund gegen Großbritannien gekriegt. Normalerweise würde ich das jetzt nicht unbedingt zum Anlass nehmen, einen Krieg gegen Großbritannien zu führen, aber wir haben etwas Glück gehabt eigentlich. Eigentlich könnte man das sagen, weil Großbritannien führt gerade einen Konflikt aus mit Russland, Frankreich, Österreich, also gemeinsam mit dem Osmanischen Reich gegen Russland, Frankreich, Österreich. Tatsächlich habe ich große Hoffnung, dass sie da eine auf die Nase kriegen. Aber wir haben gesehen, es ist ganz, ganz fürchterlich. Da kommen so viele Truppen von diesen indischen Staaten. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, wie viele das sind. Ich habe keine Ahnung, wie ich das besiegen soll. Echt nicht. Und dann sind Briten auch noch da gewesen. Irre. Irre. Okay. Deswegen werden wir das jetzt lassen. Wir lassen diese Chance verstreichen und versuchen zuerst einmal zu verwestlichen, weil wenn wir verwestlicht sind, sollte unsere Technologie so groß sein, dass wir überhaupt kein Problem mehr mit diesen Truppenmassen von den indischen Kleinstaaten haben. Da müssen wir uns dann nur um die Truppen von den Briten kümmern. Das ist dann vielleicht einfacher. Ja, auch wenn das ein bisschen gemein ist. Auch wenn das jetzt ein bisschen ärgerlich ist für uns, weil in Wirklichkeit hätte ich gerne... Nein, bleib da. Ich will dich jetzt nicht da unten haben. Weil in Wirklichkeit wäre das jetzt schon eine sehr coole Sache gewesen. So, da haben wir eh nichts umgestellt, oder? Nö. Da gehen wir 50% drauf, das bleibt bei 30%, das bleibt bei 45%. Ach ja. Nein, ich lasse euch trotzdem nicht durch. Ich will nämlich, dass Russland gewinnt diesen Krieg. Je mehr Großbritannien einen auf den Deckel kriegt, desto einfacher ist es später dann Kriege gegen sie zu führen. Wir hoffen daher, dass Großbritannien den Krieg verliert. Was nicht unbedingt sein muss. Also es kann natürlich schon durchaus sein, dass die Osmanen das so eine auf den Deckel kriegen, dass die Briten da gar nicht irgendwie eingreifen in den Krieg und den Krieg bereits verlieren. Aber na gut, wer weiß. Das schon. Wer führt denn den Krieg an, die Osmanen auf der Seite? Minus 5%? Wie kann das minus 5% sein? Wie können die schon so viele Schlachten verloren haben? Diese Schweine. Bündnisangebot von Burma. Naja, machen wir. Gibt's das? Die müssen doch ständig Schlachten gewinnen. Wo können die Schlachten verlieren? Na ganz ehrlich. Sicher nicht da bei den Osmanen. Und die Briten können doch noch gar nicht mit ihren Truppen dort sein. Sind die Niederländer so stark im Vergleich zu den Franzosen? Das kann es ja wohl nicht sein. Oder führen die Niederländer einen Krieg gegen Österreich? Nee. Wir sind zu teuer. 40%. Ich gehe mal auf 31. Wir brauchen mehr Lehrer. Wie schon gesagt, die Osmanen brechen total auseinander. Deswegen sehe ich, jetzt sind wir hier schon auf 3%. Scheinbar haben sie jetzt ein paar große Schlachten gewonnen. Sehr gut, sehr gut. Oh, 7%. 11%. Wowzers.
Bam. Bist du wahnsinnig? Die Osmanen kriegen eine auf den Deckel. Ha. Wir könnten da in diese Militärtechnologien investieren. Das tun wir nicht, weil wir brauchen das reformierte Bildungssystem. Dafür brauchen wir 10.000 Punkte. Also noch etwa 2.000 jetzt, oder? 10.600. Ein bisschen weniger als 2.000 Punkte brauchen wir noch. Kannst du mir sagen, wenn diese 2.000 Punkte vorbei sind? Muss ich da immer raufschauen jetzt? Oh, ärgerlich. Ha, das klingt gut. Diskriminierendes Schulsystem, das finde ich gut. Strategie leicht abmildern und 51 Forschungspunkte kriegen. Oder sie sollen ignorant bleiben und 51. Nein, 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 nein. Forschungspunkte. Wir wollen Forschungspunkte. Haha, ha, 8.800. Yay. Wir brauchen nur noch 1.800 Punkte. Okay, die Osmanen sind tot. Das ist so schnell gegangen. Bist du wahnsinnig? Ja, ich bin auch auf einem relativ schnellen Spielstatus und ich führe den Krieg nicht. Das heißt, es ist nicht die ganze Zeit Pause. Ah, yes. Bosnien erobern. Kars erobern. Autsch. Ich fürchte, bei dem Krieg wird so ausgehen, dass die Griechen, um die es im Endeffekt geht, nichts kriegen werden, sondern es wird Kars und Bosnien erobert werden. Wetten? Irgend sowas. Irgend sowas ist es meistens. Bam. Ja, vielleicht geben sie sogar alles her. Wow! Die Franzosen haben Großbritannien angegriffen und belagern. Belagern sie schon London? Das wäre natürlich cool. Nein. Bald. Sehr bald. Ich wusste doch, Großbritannien ist extrem. Das klingt gut. Was? Wetteifern der Großmächte? Da mehrere ausländische Großmächte um unsere politischen Institutionen wetteifern, wird unsere Unabhängigkeit immer mehr unterhöhlt und existiert fast nur noch auf dem Papier. Was? Kürzlich sind Spannungen wegen ihren Rechten ausgebrochen, auf punjabischem Territorium strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen. Die Großmächte müssen sich entweder durchsetzen oder Einflussverlust in Kauf nehmen. Gute Nachrichten. Das heißt gute Nachrichten. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so gute Nachrichten sind. Na, London wird noch immer nicht belagert. Da finden wir wahrscheinlich gerade ein. Da ist wahrscheinlich gerade eine Schlacht in London. Autsch. Das ist tragisch. Boah, 43% haben sie schon. Autsch. Sehr schön. Befreiung von Südserbien. Oh. Die haben quasi ihre Chance gewittert. Und ebenfalls den Osmanen den Krieg erklärt. Wir haben leider keinen Kriegsgrund mehr gegen Großbritannien. Jetzt wäre es cool. Ich hätte nur versuchen müssen, lang genug durchzuhalten. Nein, ich hätte das Problem ist, ich kann offensichtlich auch gegen diese vielen indischen Kleinstaaten nicht bestehen. Selbst wenn Großbritannien nicht da ist, habe ich keine Chance. Vielleicht kriege ich noch einen Kriegsgrund. Was besteht darauf, dass Punjabisch-Baluchistan unabhängig bleibt? Räumt den Anspruch ein. Was? Was ist das? Wir werden sicher kein Prestige-Einbuch eindingsen. Ah, verstehe. Die wollen sich unabhängig erklären. Wo kämen wir denn dahin? Vergesst es gleich einmal. Gibt's das?
Unglaublich. Ja, ein bisschen zu spät hat das Serbien gemacht. Wie wollen sie das jetzt erobern? Das ist besetzt von den Österreichern. So, warte mal. Haben wir da allerdings? Yay. Das werden nicht akzeptieren. Naja. Schauen wir mal. Hey, Preußen ist bereits der norddeutsche Bund. Na, schau dir was an. Das ist ja schnell gegangen. Wir werden da auch die Beziehungen verbessern. Die USA ist ein guter Partner im Kampf gegen wen auch immer. So, wir haben 12 Infamie. Und 9300 Punkte. Nicht mehr viel. 1200 noch. Okay. Schauen wir mal, wie schnell wir uns überhaupt verwestlichen können. Ich hoffe, es geht schnell. Apropos, warte mal, verwestlichen. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt schon? 2,8. Naja, immerhin. Wow. Autsch. Ist London bereits gefallen? Jo. London ist gefallen. London ist französisch. Autsch. Puh, die Briten kriegen ja auf den Deckel. Weltgeltung von Großbritannien reduzieren. Oh, bist du deppert, das ist ein schöner Kriegsgrund. Bitte nehmt den. Ich glaube, da müssen sie Truppen abbauen oder so irgendwas. Das ist ja fast noch genialer. Das wäre echt glücklich für uns, wenn das so laufen würde. Oh, minus 82%. Offensichtlich ist der serbische Feldzug nicht ganz so gut gelaufen. Das haben sie gerade noch irgendwie hingekriegt, obwohl sie so zusammengeschlagen werden gerade. Großbritannien ist fast vollständig erobert schon. Also die wichtigen Teile, sagen wir es mal so. Viel kann da jetzt nicht mehr sein bei denen. Und die Osmanen sind auch fast vollständig unter russisch-österreichischer Kontrolle. Tatsächlich hat sogar Griechenland ein paar Teile erobert. Dennoch glaube ich nicht, dass Griechenland seine Forderungen durchsetzen wird. So, USA. So, warte mal. Beziehungen verbessern, da mal mit den USA. So, was ist da passiert? Also, Spanien ist jetzt eine Großmacht und nicht mehr das Osmanische Reich. Komisch das. Auch die Niederlande ist nicht mehr Großmacht, sondern Belgien. Auch nicht schlecht. Also die zwei Verlierer sind ganz schön. Bist du deppert? Österreich hat Bosnien nicht gekriegt, aber ansonsten alles gut gegangen. Weltgeltung von Großbritannien. Was bedeutet das? Dass sie Armee verlieren? Oder was? Oder wie? Oder wen? Vielleicht sollten wir doch mehr Armee aufbauen, weil... So, wir haben 9900 Punkte. Wir brauchen noch... 700 Punkte noch. Norddeutscher Bund, Österreich, die haben alle... Puh. Warum gehen unsere
unsere Einnahmen jetzt runter, weil der Krieg vorbei ist, der große. Wir haben keine Kapitalisten, wie können die Geld kriegen? Ja, wie können die uns Geld geben? Wir lagern den überschüssigen Tee. Wer weiß, was wir damit machen können. Ach ja. Boah, der Krieg hat ganz schön was umgemodelt auf der Welt. Naja, so viel eigentlich auch nicht. Frankreich hat Großbritannien, glaube ich, an der ersten Stelle aufgelöst. Kann das sein? Na, von wegen. Das war nur eine sehr kurze Sache. Ach, Prestige haben es, glaube ich, relativ viel verloren durch den Krieg. Ah, Großbritannien hat uns in die Einflusssphäre aufgenommen. Okay. Ist das gut oder schlecht? Wir haben 10.000. Oh, offensichtlich ist es gut. Wir brauchen offensichtlich nicht mehr so viele Punkte. Wie kann das sein? Nur noch 10.110? Warum? Ah, sinkt das mit dem, mit der Zeit? Kann das sein? Egal, wir machen es trotzdem. Wir haben eine Bildungsreform durchgeführt. Wir sind jetzt bei 50% Mesternisierung. Schauen wir uns jetzt gleich an. Zivilisationsstufe. Jetzt sind wir da gleichgezogen mit Persien. Gut. Die sind auch schon auf 45%. Ägypten schafft das auch recht schnell. Wie ist das mit Japan? 30%. Wir sind schneller als Japan. Das ist irgendwie irritierend, weil die sind eigentlich nur, ja, die sind alle bei 20%. Die haben alle zwei Militärtechs wahrscheinlich. Deswegen sind sie wahrscheinlich so gut. Aber wenn wir westernisiert sind, seid ihr trotzdem noch unzivilisiert. Und dann fahre ich über euch trotzdem drüber, weil dann habe ich plötzlich so viel tolle Technologie. Und ich habe mir sagen lassen, wenn wir jetzt westernisieren, während wir in der Einflusssphäre von Großbritannien sind, kriegen wir alle Forschungen von Großbritannien. Mir wäre zwar tatsächlich Frankreich oder der Norddeutsche Bund lieber, weil die sind einfach stärker, was die Forschung betrifft. So, wir müssen da irgendwas machen. Irgendwas ist zu teuer. Irgendwer ist einfach zu teuer. Und auf 42% und auf 30% runter. Ich hoffe, dass es dann besser geht. Wir sind noch immer zu teuer. Mit den Zöllen. Wir brauchen Geld. 8%. Wie schaut das jetzt eigentlich aus? Na, 2,56 Forschungspunkte durch Geistliche. 2,9% haben wir jetzt. Wäre schön, wenn wir die Pluralität irgendwie raufbringen würden. Das ist nämlich echt ein großer Faktor, auch die Pluralität dann später bei der Forschung. Und haben wir da noch immer 50%. Können wir diese Befreiungsbewegung eigentlich unterdrücken? Ja, wieso nicht? Machen wir doch glatt. Jetzt sinkt das wieder. Ja, wir brauchen Geld.
Und wir haben ihn von mir auf 10 runter. Was würde es denn kosten, gegen die einen Krieg zu rechtfertigen, wenn wir eine Region erobern wollen? 11. Jetzt haben wir Großbritannien. Das heißt, sie werden nicht akzeptieren. Wir sind in eurer Dingszone. Sag mal, spinnt ihr? Wir sind in eurer Einflusssphäre. Das heißt, Basiszurückhaltung minus 50. Zivilisiert gegen unzivilisiert. Ah. Geht's euch noch gut? Wir haben 3 Forschungspunkte. Boah, wir sind so mächtig. Was wollen wir denn als nächstes überhaupt machen? Transportsystem, Finanzreform. Oder Verwaltungsreform vielleicht sogar. Das sind nochmal 15%. Oder frühe Industrie. Boah, 20% sogar. Oder 25%. So, wir brauchen noch 50%. Das können wir uns überlegen, was wir dann nehmen werden. Finanzreform bringt ein bisschen Geld. Steigert die Steuereffizienz immerhin. Verwaltungsreform. 15, 15 sind 30. Wie viel bringt das? 25. Nee, das ist nicht gut. Machen wir 30. Dann brauchen wir noch 20%. Ah, das da könnte man machen. Einmal 15% Verwaltungsreform, einmal 15% Transportsystem und 20% also Industrialisierung. Oder machen wir Finanzen statt Verwaltung? Im Endeffekt ist das fast das Gleiche. Finanzen oder Verwaltung? Transportsystem will ich schon noch machen. Das erhöht nämlich unsere Effizienz auch und wir kriegen dann gleich eine Eisenbahn. Die brauchen wir dann später nicht mehr bauen. Machen wir vielleicht das mit der Eisenbahn zuerst oder das mit der Verwaltung zuerst? Na, schauen wir mal, was halt besser ausschaut. Bis dahin dauert es eh noch ein bisschen. So, jetzt habe ich natürlich nicht auf die Uhr geschaut, wie lange ich schon spiele. Na gut, machen wir noch 10 Minuten. Das wird schon passen, oder? Müssen weg, also auf 10 Minuten. Persien, mit wem sind die verbündet? Mit denen hier. Ah, das gehört uns. Das Schöne an den Sachen ist ja, okay, ich würde fast sagen, wir versuchen Persien da eine Region abzuluxen. Schauen wir mal, welche Regionen das sind, die wir da erobern könnten. Khorasan. Also wenn, dann soll es irgendwas an der Grenze sein. Nein. Nein, auf keinen Fall. Mal schauen. Also, entweder Khorasan oder, was ist das? Laristan, Sistan. Schauen wir mal, wie viele Einwohner die haben. Das sind 20.000,
20.000, 20.000. Nochmal 20.000. Und nochmal 20.000. Oh Gott, das ist eine megamäßig lächerliche Region. Weiß nicht, ob ich die will. Schauen wir mal, was Khorasan kann. Sind 30.000. 100.000. 20.000. 10.000. Also warte mal, das gehört gar nicht mehr zu Khorasan dazu. Aber das schon. Das auch. 18. Und das ist Kohle. Oh ja, genau, das sollten wir uns auch anschauen. Das sind drei Kohleregionen in Khorasan. Okay, ich glaube, wir haben einen Gewinner. Khorasan wollen wir erobern. Und nicht dieses lächerliche Larifari-Ding. Erstens mehr Einwohner. Zweitens besser. So. Das heißt, wir werden jetzt mal versuchen, eine Region zu erobern. Mit etwas Glück. Wir haben nicht allzu schnell aufgedeckt. Ist okay. Ist okay. Haben wir noch Geld? Nö, kein Geld mehr. Da kann man nichts machen. So, jetzt geben wir kein Geld mehr für irgendwas aus, wenn wir keins mehr haben. Wir können keine Kredite aufnehmen. Aber wir sind noch nicht entdeckt worden. Das scheint ja recht gut zu laufen noch. Ja, für den Krieg werden wir wieder da runter gehen auf 20% und auf 25%. Und euch werden wir raufgeben auf 70 und 50. Noch ein General. Rika. Das ist ja gut. Bhutan will auch ein Bündnis. Na, das machen wir doch glatt. Wow, das ist ja noch superer. Da geht es ja noch schneller. Und wir sind noch immer nicht entdeckt worden. Mit etwas Glück entdecken sie uns gar nicht. Dann haben wir einen gratis Kriegsgrund gekriegt, dann können wir während des Kriegs dann vielleicht sogar noch eine zweite Region verlangen. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich fürchte, Bukhara und Kokand werden versuchen, gegen uns Krieg zu führen. Also zwei Armeen werden wir gegen Persien einsetzen und eine da im Norden gegen diese Truppen hier. Ja, wir sind nicht entdeckt worden. Wir haben keine Infamie gekriegt. Na, das ist ja klug. Das ist ja schön. Wir erobern wir eine Region. Was haben wir gesagt? Khorasan. So, warte mal. Verbündet.
Schade. Das wäre natürlich schön gewesen. Nepal. Na klar, machen wir doch glatt. Ich weiß zwar nicht, ob das was bringt, aber wir haben immerhin Nepal auf unserer Seite. Ist das mit Sikkim? Sie werden nicht akzeptieren. Na gut. Burma, glaube ich, wird akzeptieren, haben wir gesehen. Und Burma könnte sogar fast hilfreich sein, wenn sie Schiffe haben. Passt. So, wir müssen zunächst mal ihre Truppen töten, die sie auf jeden Fall haben. Und hier geht's daher. Schauen wir mal, was passiert. Gehen wir mal nach Bierjand. Wo gehen die hin? Nach Balk. Gut. Wartet's mal. Wo gehen die jetzt? Nach Kulob. Und die gehen nach Balk. Ah, sind 24.000. Gut, die müssen wir dann aufhalten. Dann geht jetzt einmal nach Balk. Kommen ist mir wurscht eigentlich. Die können nicht so stark sein. Die sind stark. Dann gehen die nach Bierjand. Kerman, okay, gut soll sein. Geht's nach Kerman. Weiterhin nach Kerman, gut. So, ihr 27.000, greift mal die 21.000 da an. Mhm, 10 Minuten sind um. Das heißt, wir werden dann jetzt gleich speichern. Warte mal, 19. Mai. Oh, Gott sei Dank. Schon Schlimmstes befürchtet. So, hier geht's da auch rein. Ja, verdammt, sie waren schneller als ich. Was haben wir verloren? Ach ja. Ja, kann man nichts machen. Wir müssen uns um die Typen da kümmern. Hier. Genau, hier geht's daher. Hier geht's daher. Das mache ich super dumm. Oh, Russland ist auf der Seite von Iran. Das hätten wir uns vielleicht vorher überlegen sollen, dass der Iran vielleicht auch mächtige Verbündete hat. So ein Chaos. Okay, machen wir ein Friedensangebot, Status Quo, fortfahren. So ein Chaos.
Was heißt abgelehnt? Spinnt der? Der will doch einen weißen Frieden. Die wollen noch den erhalten Status quo, diese Wappler. Ah. Außerdem sind jetzt auf minus 5 wieder. Gib bitte. Ärgerlich. Könntet ihr mir bitte das Angebot machen, dass wir den Status quo erhalten? Was anderes geht Gott sei Dank eh nicht mehr für euch. Ich bin okay, ich bin zufrieden mit dem Status quo. Sagen wir, es war nix. Ach super, und Truppen habe ich auch einen Haufen verloren. Ach wie. Komm schon, Russland. Wie wär's mit Status quo erhalten? Fortfahren. Ich habe das vorhin, glaube ich, falsch gemacht. Gott sei Dank gedankt, ich habe es überlebt. Na okay. Mit diesem kleinen Ausrutscher in die falsche Richtung verabschieden wir uns für heute. Herrschaften, ich gehe, glaube ich, ins Bett. Das war jetzt dumm. Wir haben Prestige verloren. Aber wenigstens haben wir kaum Truppen verloren. Nur ganz wenig. Darunter wieder. Da wieder rauf. Da wieder runter. Ach weh, ach weh, ach weh, ach weh, ach weh. Na gut, habe ich schon auf Tschüss gesagt. Tschüss. Bis dann. Ich schlaf's gut. Träumt was Schönes. Bis später.